Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Theo hier mit einem neuen Mario Maker Level heute für euch. Und zwar ein Level von dem guten Mehmet Kahn, der ein Mario Maker Level für mich gebaut hat. Und das Ganze werde ich heute spielen mit einer Chance zu unter 10%. Ist jetzt nicht so krass, aber es schafft, wie gesagt, fast nur jeder Zehnte das Level. Und jetzt die kleine Herausforderung an euch, Leute. Und zwar habe ich mir gesagt, wenn ihr hier über 2000 Daumen nach oben schafft, was wirklich extrem viel ist, ab 2000 Daumen mache ich im nächsten Mario Maker Video ein Level, wo die Chancen unter 1% sind. Also sprich, von 100 Leuten schafft es nicht mal einer. So ein Level werde ich dann nächstes Mal spielen, wenn die Likes hier bei 2000 sind, weil ich glaube, da geht schon ein ganzer Tag drauf, wenn ich das probiere. Ansonsten würde ich sagen, Leute, das Gewinnspiel geht noch bis zum 13.04. Dann könnt ihr den Nintendo New 2DS XL gewinnen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Am Ende gibt es natürlich den Weltrekord nach dem normalen Versuch. Haut rein, viel Spaß. So, Leute, das Sloops der Bowser, was auch immer das heißt. So, es geht erstmal los. Oha, so. Da kommen die Gumbas, Leute. Ich hatte ja in meinem letzten Video so auf die Kacke gehauen mit dem Weltrekord. Leute, ich schwöre euch, diesmal verspreche ich euch, dass der Weltrekord, den ich aufstelle, beziehungsweise den Rekord, weil es haben ja noch nicht viele dieses Dings hier gespielt, dieses Level, dass ich auf jeden Fall diesmal mich ein bisschen besser bemühen werde. Alter, die scheiß Maulwürfe. Leute, okay. Und zwar, wenn einer schafft, es zu schlagen, dann werde ich ihn auf jeden Fall auf Twitter retweeten, wenn er den Rekord mir irgendwie verlinkt oder so. Auf jeden Fall retweeten, Leute. So, gucken wir erstmal hier. Da oben war gerade eine Münze, habe ich mich gesehen. Und da werde ich natürlich getroffen, welche Idiot, Leute. Zack und zack und springen, springen, springen. So, einen haben wir, drei brauchen wir. Immer oben rechts angezeigt, Leute. Und ich habe auch lange kein richtiges Mario mehr gespielt, so. Alten Mario Odyssey viel, aber, Alter, jetzt geht's los, Leute. Boah, gerade noch geschafft. Ah, da ist der nächste, zack. Noch bekommen. So, da ist der Schlüssel, Leute. Jetzt gucken wir mal, wohin der Schlüssel führt. Beziehungsweise, wohin die Tür führt. Mal gucken, Leute. So, hier sind zwei Rohre. Gehe ich da rein oder nicht? Ich glaube, ich gehe in die Tür erstmal. Ja, das war ein Fehler. So, dann gehen wir erstmal in das erste Rohr. So wie es gehört, wie der Entwickler das machen wollte. Wie es für uns vorgesehen ist. Hier ist Bowser, warum auch immer. Und eine Feuerblume. Feuerblume, genau, Leute. Kann man mit feiern. Schöne, gute Partys feiern. Oh, shit, der war gut. Und okay, ich... Kommt ja eh mal wieder eine neue Blume. Ich kann einfach theoretisch mich hier hinstellen. Oder einfach gehen. So viel Ehre sollte ich denn noch haben, wenigstens Bowser zu besiegen. Ich kann mich einfach treffen lassen, Leute. Eigentlich, theoretisch, dachte ich. Oder auch nicht. Oh Gott, fucking Bowser! Oh, scheiße, Leute. So, da war Bowser. Was ist im nächsten? Gucken wir mal, ob da irgendwas ist. Vielleicht müssen wir es gar nicht machen hier, um das Level abzuschließen. Hier ist... Was soll das? Bitte. Was soll das? Scheißen wir erstmal drauf und machen einfach weiter. Vielleicht brauchen wir das hier gar nicht. Auf jeden Fall den Rekord, Leute. Der ist mir safe. Was ist hier? Okay, Leute. Hardcore-Sprungpassage. So eine Abschlussrate von 9% circa. Es haben aber, wie gesagt, noch nicht viele dieses Level gespielt. Aber trotzdem, unter 10% haben das Level geschafft. Und jetzt versuchen wir es mal so. Oh, scheiße. Zack, zack, zack. Und yay, wunderschön. Und hier geht's rein. Da gehen wir gleich rein, Leute. Und da durch. Zack, hier rüber. Und, oh nein. Ja, okay. Ich sehe schon, was er hier getan hat. Wahrscheinlich kommen wir jetzt oben wieder raus. Zack. Leicht. Und... Oh, ich sollte nicht so auf die Kacke hauen. Zack, so. Hier haben wir das. Boah, geht das? Okay. Okay, Leute. Was ist hier? Hier kommen wir erstmal nicht weiter, so. Da kann man jetzt nur probieren... Ist ja vielleicht ein Block? Moment, Leute. Ja, hier ist ein Stern, Leute. Oh Gott. Okay, und da kriegt mich der Cheep erstmal. So, Leute. Jetzt sind wir wieder bei der scheiß Geister-Dings. Wow. Zack, einmal aufmachen, zack. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Boah. Okay, das war knapp. Jetzt ist die Frage, wir haben ja diesen Dash, das ist mir gerade nochmal aufgefallen. Kann man nicht einfach darüber? So, dann kann man sich den ganzen Sternengedöns da sparen. Kann man das? Kann man das? Oh Gott, wo landen wir? Wo landen wir? Leute, ja, Mann, wir haben es geschafft. Scheiß auf den Stern, wir brauchen den nicht, Leute. So geschafft, auch nicht schlecht. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Alter, okay. Was ist hier? Ist hier was? Natürlich nicht. Was ist da unten? Erstmal gucken, bevor wir da reinspringen, weil da kommen wir nicht mehr raus. Das ist das Problem. Da ist, sind Blöcke. Da kommt ein Beastwitch, Leute. Ich glaube, den nehmen wir uns mal, weil er jetzt perfekt kommt. Oh Gott, da ist der Stachel. Ah. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt gucken wir mal. Da kommt der Beastwitch. Okay, diesmal ist er nicht an dem Stachel. Diesmal können wir es vielleicht schaffen. Der spawnt wahrscheinlich erst, wenn ich da oben am Rand bin. Okay, zack, weg damit. So, jetzt kommen wir hier durch. Jetzt gucken wir mal, wo wir hier sind. Hier ist eine... Okay, wahrscheinlich einfach hier hoch. Gucken wir mal. Nicht zerquetscht werden. Nicht zu voreilig. Und kommt man hier hoch? Oh, Leute. Kommt man da überhaupt hoch? Oder braucht man da... Nee, die Bombe braucht man natürlich nicht dafür. Oh, man kriegt es gerade so hin. Zack. Hier durch. Mal gucken, was noch so kommt. Also das letzte Level war ja ziemlich lang. Zack. Oh, oh Gott, ich dachte, ich stürze jetzt hier ab.
Hier ist die Fahne schon, Leute. What the fuck, wir haben es geschafft. Jetzt schon, easy cheesy, war ja gar nicht so schwer. 10%, ja, war auch nicht so eine schwere Welt diesmal, Leute. Oh mein Gott, ihr werdet gleich noch den Weltrekord sehen. Und ich werde mich diesmal wirklich bemühen, einen knackigen Rekord hier aufzustellen für euch. Und ansonsten nächstes Mal ein Level, wo die Prozentzahlen hier wirklich unter 1% liegen, damit das mal wirklich richtig schwer wird. Das war's, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Weltrekord, Leute. 2000 Likes und ich mache diesmal wirklich ein Level, was wirklich von 100 Leuten höchstens einer schafft. Damit bin ich jetzt raus, Leute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.